Hallo, willkommen zurück hier bei Life in the West. Hallo Stefano. Hallo Tai. Moin. Ja, also, Freunde. So, ich habe Sachen besorgt für diesen Kugel, für diese Kugel und habe besorgt und werde einrichten jetzt Kugel. Und dann werde ich wunderschön werde ich machen. Und ich habe beschlossen, ich mache Schlafgemach in Japanisch Style. Da haben die Keller auch nichts so zu sagen. Also nicht mitzubestimmen oder so. Weil. Ja, dann. Es passt zwar nicht dazu, aber ich weiß nicht wieso. Also, kennst du das Spiel Soma? Nein. Boah, da hast du echt was verpasst. Hammerkrass gutes Spiel. Wirklich. Okay. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich super klasse toll. Und das kann ich dir nur empfehlen, dass du dir das mal anguckst. So, warte mal. Ich habe jetzt hier... Ach, ich bräuchte mal eine Kiste, aber ich habe keine mehr, ne? Was ist mit dir hier? Kannst du mir mal was abnehmen? Danke. So, okay. Ja, dann brauche ich das hier noch. Wir brauchen so dringend Eichenholz. So. Okay, dann brauche ich jetzt einmal die hier. Und dann reiße ich hier noch ein bisschen was ein. Hallo? Puh, du musst es jetzt nicht fressen. Also das war jetzt nicht so mein Plan. Oh, bitte, friss es doch jetzt nicht. Kriegst es auch nicht gebacken, ne? Und das Kackviech springt auch noch hinterher. Super. Ja, ich komm und hol. Das Ding dreht ja sonst durch. So, gib mir das. Oh, die Strömung, die Strömung, Strömung, Strömung. Und ich... Ja. Oh. Sieht ja sonst unsymmetrisch aus. Tut sowieso, aber ja, meine Güte. So, Truhe, wenn du willst, kannst du dir... Oh ja, du machst mich irre. Jeder Block ist eigentlich echt wichtig. Gerade ver... Lass mich doch jetzt den... Ja, Truhe, also ganz ehrlich, ne? Du bist schlimmer als Gerhard. Oh, darf ich jetzt mal fliegen? Ach, ich hab du da. So, vielen Dank. Also, das wird Schlafräumlichkeiten hier. Wollen wir mal gucken. Das Ding hat schon was. Jetzt hängt die Truhe im Wasser. Ach Gott. Ja, wenn ich fliege. Ich mag das überhaupt nicht, dass wenn du fliegst, dass es so ewig dauert, bis du was abgebaut hast. Ich mag das gar nicht. Ja, aber ansonsten wäre es zu leicht. Ja, gut, das stimmt. Mal zugeben, es soll ja immer noch Survival sein und nicht Raid. Ja, das stimmt. Ja, aber Survival ist es ja auch nicht wirklich. Oh, seit wann wollen wir... Ohne Monster? Also, eigentlich habe ich nichts gegen Monster. Aber ich möchte vor eigentlich ausleuchten. Und eigentlich wollte ich das schon längst drüben getan haben. Das ist... So, Truhe, wo bist... Wo ist die Truhe? Truhe! Wo ist das Gerümpel? Da. Komm mal her. Komm mal her. Brauchen wir nochmal ein bisschen Glas? So, und das muss ich einmal los. She's los. Okay. Ja, das war gut. So.
Jetzt wird hier gebaut. Ich glaube, ist nicht verkehrt, wenn ich erstmal das Schlafzimmer für alle einrichte, weil es wird hier brüderlich geteilt. Brüderlich geteilt mit der Schwester. So, meine Frage ist jetzt, wenn ich jetzt einmal draußen gucke. Oh, das kann ich nicht abpflücken, ne? Okay, also es wird fast brüderlich geteilt. Da ich ein Mädchen bin, möchte ich natürlich auch den meisten Platz haben. Und, ja, was denn? Nö, passt schon. So, Truhe, komm mal her. Trennwand. Wobei, ich würde das gerne noch ein bisschen mehr auskleiden. Ja, doch. Oh, das war natürlich super. So. So. Ich möchte nicht, dass man das hier noch sehen kann. Das ein bisschen kuschelig hier haben. Ja. Nein. Nein. Aha. Was denn? Ja, du hast nur gesagt. Also, ja. Das war so ein Aha-Erlebnis. Ja, das war so. Ich habe halt so geguckt, weil irgendwie sieht es aus, als wäre es verkehrt gebaut, aber irgendwie halt auch nicht, weil es doch symmetrisch ist. Also es ist schon interessant, wie die Form halt davon ist so. Okay. Ja, wie soll ich das erklären? Kann ich nicht. Macht nichts. Aha. Der Hohlsprung macht mich echt fertig, du. So, diese Papierwand, was gibt's denn da alles? Jetzt bin ich aber gespannt. Also ihr kriegt nur so einen kleinen Raum hier. Wenn man jetzt hier so reinkommt. Passt das Bett wenigstens rein. Werden wir gleich sehen. So. Ja, das haut ja nicht hin, weil es ist ja durch meine Künste unsymmetrisch geworden. Das ist ja ein Traum hier. Das ist ja Scheiße. Aber ja, gut, okay. Nützt nichts. So. Das muss für euch reichen hier. Also es verhält sich vom Bauen, vom Aufbauen wie... So ein Gitter. Na, dann geht's zu. Und das nicht. Gut. Und der Rest ist für mich. Jetzt ist meine Frage, kann ich da noch eine Tür einbauen? Alter. Ah, warte mal. Ruhe. Und dann würde ich da eigentlich ganz... Oh, da habe ich ja noch auf Tasche. So. Ja. Ja, gut. Hier schlaf ich. Da schläft einer von den anderen. Ist mir egal, wer wo schläft. Interessiert mich eigentlich auch echt nicht.
Auf jeden Fall wird meine Trennwand hoch. Ich bin gemein, ne? Ja, hat jetzt ehrlich wer mit was anderem gerechnet? Ja, ich will halt meine Ruhe haben. Ich bin ein Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin. Yeah. Ja, Tür. Ah, das ist doch Scheiße da mit dem Block, ne? Ja, warte. Ich mach den mal weg. Stört mich dann doch schon sehr, immens. So. So. Ich schmeiß da mal was von rein. So, Tür. Ach, haben wir noch eine Carpenters-Tür? Oh, gut. Gut. So, Tür. Es ist aber doof. Mit Tür. Kann man trotzdem durchgucken. Gut, dann wird's zugehen. Muss irgendwie passen. So. Achso, Truhe, komm mal bitte. Wo stelle ich denn mein Bett hin? Mann, wo stelle ich denn jetzt mein Bett hin? Das ist schwierig. Das, keine Ahnung. Hier? Und dann packe ich mir dann da noch so ein paar extra Sachen rein. Mal gucken. Jetzt brauche ich meinen Hammer. Cool. Cool. So. Truhe? Wobei ich ja fast der Meinung bin. Nein, gib das sofort zurück. Lass das. Truhe, gehst du mal bitte da weg? Gehst du bitte da weg? So. Hier ist mein Bereich. Das ist euer Bereich. Gut. Bin ja echt gespannt, wie das dann ausschaut, wenn ich das erste Mal hinkomme. Wahrscheinlich habe ich dann so ein Bett und noch ein Block. Was? Wo man stehen kann. Ist aber nicht so unfreundlich hier. Ja, ja, ich sollte dankbar sein um den extra Block, ich weiß. Ja, solange ich jetzt mit dem Schlimmsten rechne, kann ich ja nur positiv überrascht werden. So, geh mal runter. Ich bin halt Mädchen, was erwartest du?
dass du kratzt, spuckst und beißt. Nee. So, eine Truhe wäre natürlich echt schön, ne? Gut, das kannst du mir mal wiedergeben. Achso, jetzt. Ach nee, warte mal. Jetzt muss ich. Komm mal her. Ja, jetzt gebe ich dir mal ganz kurz die Dinge hier zurück. Und dann brauche ich. Ich weiß nicht, ich glaube, das Glas reicht. Und dann nehme ich aber anderes Glas. Hier, japanisches Glas. Ich glaube, Stan wird nicht begeistert sein. Aber hat er Pech. Hat er Pech, ist mir egal. So, die Tür habe ich, glaube ich, der Truhe gegeben, ne? Komm mal her. Ja. Ja. Gut. Jetzt, warte mal, jetzt sollte ich das eigentlich mal zurückchiseln. So, chisel das mal bitte zurück. Gut. Halt. Laborblock. So. Gut, dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Leinwand. Oh. Warte mal, ich chisel mal das Glas zurück. Truhe, komm mal her. Komm mal her. So, oh. Okay. Wird jetzt erstmal schön Ordnung geschaffen, irgendwie. So, das schisseln wir nochmal zurück. So. Meine. Tragbare Dings. Wo ist denn die andere tragbare Dings da? So. Ah, so viel brauche ich gar nicht. Egal, gut. Ich weiß nicht, warum da jetzt mal hier rumbocken zu müssen. Wer bockt denn rum? Ach, Kollege, Kollege Server mit dem Ruckeln. Vom Abbauen und so weiter. Ja. Oh, warte mal. Nee, das wollte ich eigentlich mal offen lassen hier. So. Truhe! Gib das zurück. Alter Fresssack, ey. So, und dann. Truhe, komm her.
Was ruckelt der denn jetzt? Das ist ja ätzend. So, es ist aber noch fürchterlich dunkel hier. Wo ist es jetzt? Bleib stehen. Also, du bist ganz schön unglaublich, ehrlich. Es ist so bunt hier, bunter geht's nicht. Ja, ehrlich. Aber vielleicht guckst du es dir heute noch einmal an. Mit dem Golfball? Den du da gebaut hast? Den habe ich schon gesehen. Ich bin da schon drüber geflogen. Wann? Jetzt vorhin, so kurz bevor der Server das ruckeln hat. Oh, dann bist du schuld. Nein. Truhe, gehst du da mal bitte weg? Truhe? Truhe? Ich war auf der Suche nach neuem Ölersatz. Ach so. Warum hat's da jetzt ein Rohr zerrissen? Was? Ausgerechnet da hinten in dem blöden Eck. Hä? Was denn? Wo denn? Wie denn? Warum denn? Ja, mir hat's ein Druckrohr zerrissen. Hattest du zu hohen Druck, ja? Scheint so. Wie war das noch mit Blutdruck? Dabei habe ich extra ein Überdruckventil. Aber das scheint sich ja nun nicht so wirklich dafür interessiert zu haben. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Stefano. Nö, das musst du nicht wissen. Interessiert mich auch nicht. Nein, das war Spaß, ehrlich. Das war jetzt Spaß. Das war Spaß. Ich snacke. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es mir eh nicht lange gefallen wird, was ich da gebaut habe. Aber ich meine, es ist nur ein Raum für zum Schlafen. Denn ich denke mal, wenn wir mal Monster anmachen sollten, dann werden wir es da auf jeden Fall brauchen. So, Axt. Truhe. Ich sollte die Truhe echt gehärt nennen. Sag ich doch. Ja. Ich meine, ich mag das Ding ja, ne? Ich mag die Truhe, aber dieses immer vor die Füße nicht das machen, was sie soll und nicht gehorchen. Das ist ja fast wie Stan. Der kann auch nicht gehorchen. Oh, dafür macht er aber doch relativ viel. Wenn ich zu ihm sage, hör auf mich zu ärgern. Dann hört er nicht auf, ja. Aber wenn du ihm sagst, geh mal Zertusquarz suchen, dann hüpft er gleich los. Ja, das ist richtig. Ist trotzdem frecher Schlinge. Frech! Wir sind alle frech hier. Ja, muss ja. So. Jetzt braucht ein Plastikmixer.
Ja, ich habe jetzt flüssiges Plastik und daraus muss ich bunte Plastikfolie machen. Okay. Bunte Plastikfolie? Ja, die brauche ich, um dann die nächsthöhere. Also es gibt in jeder Farbe gibt es Plastikfolie. Und unterschiedliche Plastikfolien sind für unterschiedliche Komponenten in Pneumatikkraft. Und ich brauche für diese Edge-Schablonen-Schaltkreis-Dinger-Gedöns, glaube ich, grüne Plastikfolie. Meine Augenbrauen haben sich gerade von selbst so hochgezogen, also echt bis nach Mappen mindestens. Ja, also die Mod hat was, die ist scheiß kompliziert. Ja, aber das auf sowas stehst du ja. Ja. Sagen wir mal so, sie verfolgt einen ganz anderen Ansatz, als das die meisten anderen Technik-Mods verfolgen. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt mit Towncraft so, also richtig gut bedient. Also mit Towncraft hatte ich echt viel und lange zu tun. Ja, Towncraft ist ja auch eine riesengroße Mod, die auch sehr, sehr, sehr eigen ist. Ja, wobei, was heißt hier eigen? Ich meine, das ist hier in einem techniklastigen Ausbau eines sehr untechnischen Ursprungspacks dann doch etwas Besonderes. Ich meine, was gibt es denn dann noch so, was man so Magiezeugs hat? Botanica zum Beispiel oder Botania heißt es, glaube ich. Botania? Botania, ja. Da kann man diverse Pflanzen und das spielt sich sehr ähnlich wie Wasser-Chestnut? Was ist das denn? Rohe Muschel? Wo habe ich das denn jetzt her? Vermutlich aus einem Wassergarten. Den habe ich kaputtgeschlagen. Scheiße. Das macht gar nichts, weil den kann man sowieso nicht essen wieder. Ja, aber ich will alles haben. Boah. Wer will das nicht alles haben? Gibt bestimmt genug, die den Arsch voll haben. Hm. Auch die wollen immer noch mehr. Ja? Ja, also ich glaube, es gibt, also gerade von denen, die viel haben, gibt es, glaube ich, mehr, die noch mehr haben wollen, als von den Leuten, die eigentlich fast eh nichts haben und damit zufrieden sind. Da gibt es, glaube ich, mehr von. Also mal im echten Leben jetzt, jetzt im echten Leben, bin ich zufrieden, dass ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen und da bin ich schon echt froh drum. Ich habe ein Auto, ich habe mir immer gewünscht, ein Auto fahren zu können, das darf ich und ich wollte immer Führerschein haben, das kann ich und ich habe ganz viel zu essen, wenn ich will. Ich meine, was will ich mehr? Ich hab einen verrückten Hund. Naja, und Hauptsache alle, die einem lieb und teuer sind, sind gesund. Zumindest im Großen und Ganzen gesund. Nee, aber das braucht man ja gar nicht erwähnen, das ist ja selbstverständlich. So, Truhe, du hast ein Problem, komm da raus jetzt. Alter. So, hab ich dir den Hintern vor der Nüsse gerettet, ja? So nett bin ich zu dir, du Kackviech, ey. So, dann ist jetzt mal eine Question. Erstmal Sachen loswerden. Oh, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ach du grüne Neune. Ich sag jetzt wirklich vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich habe einen Fisch. Hä, warum ist denn da ein Fisch in dem Garten? Sehr ulkig. Ja, und ja, ich bin so gespannt, wie das hier alles aussehen wird. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon so sehr und ich freue mich einfach. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.